Wo wir die nicht alle zusammenbauen? Naja, egal, okay, bau. Okay, von mir aus. Gerne. Na doch. Von mir aus können wir mich verarschen. Endeffekt ist halt, ist eigentlich mein Tunnel, aber im Endeffekt eh nicht. Wenn ihr den mitbauen wollt, gerne. Wong, Chris will bestimmt mitbauen. So, ich denke, das ist verständlich. Was, so, dass Wong Chris den mitbauen will? Nein, so wie ich das jetzt hier gebaut habe. Muss mal gucken, wie so, das... So, ein Kreuz. Eben das Kreuz. What? What, what? In the what? Dum-di-dum-di-dum. Ich will das relativ gerade machen dann, wenn ich... ich bin dann ungefähr unterm Leuchtturm durch, so. Wo ist der Steffen jetzt hin? Hat er irgendwas gesagt? Habe ich wieder irgendwas nicht mitgekriegt? Oder weißt du jetzt genauso viel wie ich? Du weißt genauso viel wie du. Fällt mir gerade so auf. Er schweigt die ganze Zeit und sagt gar nichts. Daraus ziehe ich den Entschluss. Dramatische Musik hier einfügen. Ist. Er ist nicht da. Oha. Guck mal, krass war. So mal, oh, Google Welt ist jetzt aus. Noch, willst du jetzt noch irgendein Preis für diese Intelligenz? Armadillisch. Ich will immer Preisi. Preis. Preisi. Preisi. Ach, ich glaube, ich baue... Alter, das Ding wird so mega fett. Ich baue das hier auch noch. Ich baue das hier auch noch, Dingsbums. Bums? Ja. Hier auch noch eins höher. Ich muss das hier aber alles aushöhlen, weil sonst spawnen hier Monster. Also spawnen hier Dingsbums. Sonst brauche ich hier... Das heißt, ich brauche hier knallhart viel Holz. Aber Jan hat da ja gut vorgesorgt. Nee, überhaupt nicht. Doch, hat er. Ja, hat er wirklich. So, da bin ich wieder. Ich habe nur was zu essen gemacht. Und zwar, da nichts ist. Haben wir Hunger gekriegt, oder was? Apropos, ich habe jetzt eigentlich mal sogar ein recht aktuelles Thema, worüber wir reden können. Und sag zwar, jetzt können wir... Sag jetzt nicht essen. Nein! Aktuelles Thema, du Affe. Essen ist doch immer spannend aktuell. Gerade ganz neu in Apotheken umschauen. Nein, Spaß. Ja, weiter. Da können sogar die Zuschauer ungefähr abschätzen, wann wir... Ah, ich weiß es, ich weiß es, ich weiß es, ich weiß es. GTA 5. Genau. Nein. Schade. Eigentlich überhaupt nicht, aber es wäre sogar was mal halbwegs Sinnvolles. Ah, ich weiß es, ich weiß es, ich weiß es. GTA 5. Nein, Spaß. Ich würde gerade sagen, ehrlich. Nein, und zwar die Scheiße. Nein, über Scheiße möchte ich nicht reden. Nein, die Bundestagswahlen. Wen hättet ihr eigentlich gewählt, wenn ihr wählen hättet dürfen? Die Steffen-Partei. Ich war ehrlich gesagt, ich weiß es gar nicht. Ich habe mir da so wirklich gar kein. Das heißt also, ich habe mir da mal ein paar Gedanken drüber gemacht und ich hätte, glaube ich, die Freien, also nicht die Freien Wähler, sondern die AfD, also Alternative für Deutschland, gewählt. Die kam bei mir ohne Quatsch. Das erste, ich habe diesen Wahl-O-Mat zweimal gemacht und der kam erst AfD raus, da habe ich vor dem Rechner gesessen, habe den angeklappt und den Monitor reingeguckt. Was zum Henker ist die AfD? Das habe ich ja noch nie gehört. Dachte die mir, sind okay, aber die sind jetzt zum ersten Mal dabei. Dann habe ich mir angedacht, das klingt irgendwie so ein bisschen NPD-Style, nur ein bisschen abgestumpfter. Nein, es ist das Ganze, es ist zwar, es ist, sage ich mal, die NPD, fast die grundlegenden Ideen von der NPD, nur ohne den ganzen Rassismus drum und dran, also ohne, dass es da wirklich rassistisch ist gegen irgendwelche Ausländer oder sonst wem. Also es ist halt so, dass ich hätte auch die Grünen gewählt. Er ist grün, tötet ihn. Er ist ein... Ja, hätte ich. Ja, warum denn nicht? Weiß ich nicht, kam bei mir beim zweiten Mal raus und ja, also bei mir dachte mir, okay, die Grünen, das ist mir ein Begriff. Aua. Das, also bei mir kamen da ein paar Parteien raus, wo ich dann nicht ganz so mit einverstanden war. Ich hab's nur zweimal NPD gemacht. NPD. Ja. Also ich hab's sogar zweimal gemacht. Beim ersten Mal kam NPD raus.
als stärkste Partei. Dann habe ich mir doch mal ein paar Sorgen gemacht. Dann habe ich es nochmal gemacht und dann kam die SPD raus. Und da war ich schon viel einverstandener mit dem Ergebnis. Die Grüne. Aber wollen wir nicht in Wirklichkeit alle die Piraten wählen? Ja, gell, okay, echt so. Oder denke ich mir so, ey, irgendwie ist die Partei voll geil. Ich habe da mal irgend so ein. Aber das Schlimme ist, die hart, aber fair, kennst du das? Ja, ja, aber die da waren keine Warte mal, lass mich mal ausreden. Da waren die bei so einem komischen Computerspiel. Talk, sag ich mal. Da war irgend so ein Kerl von der Piratenpartei gedacht. Dabei, immer wenn der irgendwas gesagt hat, habe ich mir gedacht, ja, genau so sehe ich das auch. Die Partei finde ich super, die will ich wählen. Und dann denke ich mir, was machen die eigentlich so? Und lese mir das so durch. Ja, irgendwie wissen die doch selber nicht, was sie machen wollen, oder? Gerätchen. Mam. Na, schmeckt's. Skelette verboten auf diesem Grundstück, sie werden abgeschleppt. Naja, so ähnlich wie abgeschlachtet. Kommt ja selber bei raus, sind nicht mehr da, nämlich Skelette. Wie sieht's meine Rüstung? Meine Rüstung geht's gut, das finde ich super. Ich brauche mehr Holz. Holz. Muss man mein Inventory ein bisschen aufräumen. Ich habe jetzt kein Gold mehr. Ich habe jetzt all meine ganzen Goldbarren für irgendwelche Schienen ausgegeben. Ich habe noch 8 Goldbarren, also auch nichts mehr. Also sagen wir mal begrenzt, ne? Feuerschutz. Was ist denn die Nemesis der Gliederfüße? Habe ich so ein Buch hier. Das bringt irgendwas gegen Spinnen und so ein Scheiß. Haltbarkeit ist auch total unnötig eigentlich. Nein, das. Ja, auch das niemand. Ding jetzt länger hält oder nicht, dann renne ich zum Amboss und mach's wieder ganz. Also ich ist ja noch unnötiger geworden, als er eh schon vorher war. Ich da jetzt irgend so ein Special Super Schwert hab, dann keine Ahnung, ist das vielleicht ganz praktisch, aber dadurch, dass es jetzt den Amboss gibt, denke ich mir, unnötig. Der Herr Philipp hat mir gerade so geschrieben, zocken ist so, ich bin Aufnahme. Philipp F. Ja, Philipp F. Was will der mit dir? Was will denn? Was versteht er denn so unter zocken? CSGO. Dein Ernst? Ich spiele mit ihm voll auf CSGO. Er zieht mich zwar immer ab, aber es ist einfach so lustig. Immerhin besser als Crossfire. Im Prinzip, ich ganz ehrlich, für Crossfire eigentlich schon besser. Echt jetzt? Ja, da kann man wenigstens leveln. Ja, stimmt. Das fuckt mich bei CSGO so ab, dann war das Spiel so fertig und habe ich da keine Ahnung, was weiß ich für einen Score gehabt. Ist ja vor dem Rechner gesessen. So, und jetzt? Was habe ich jetzt davon? Also irgendwie bin ich nicht so derjenige, der mit Counter-Strike angesprochen wird. Ich habe das ein paar Stunden gespielt mit Jan und dann habe ich mir gedacht, okay. Boring. Was mich einfach so abfuckt, ist einfach, du kannst nicht anvisieren. Ja, Crossfire-Style. Ende. Junge, da habe ich gedacht, Alter, irgendwas ist da grün. Das ist grün. Was ist das Grüne da unten? Das ist keine Erde. Und dann dachte ich, das ist ein Creeper. Scheiße, das ist ein Creeper. Da gucke ich genau hin. Nee, what the fuck, das ist kein Creeper. Das sind 2 Creeper. Nein, jetzt ist ein Skelett und ein Zombie hier. Möchte jemand irgendwie farmen oder so? Wo bist denn du? Ach, ich mach's jetzt selber. Oh ja. Zombie geschnetzelt. Oh oh. Ich töte gerade vor deinem Haus ganz viele Creeper. Tu das. Wenn was explodiert, muss das aufbauen. Halt's Maul, ich mach's schon kostenlos, ja. Gott, hört sich sowas falsch an. Naja. Minimal, ne? X1NZ spielt Counter-Strike Global Offensive. X1NZ. Heißt ja so ein Steam oder was? Nein!
Nix Creeper angewatschelt. Mir ist gerade ein Creeper in deinem Haus explodiert. Verarschen? Ja. Ich glaube, kein Scheiß. Ohne Witz. Alter, was machst du in meiner Bude? Entschuldigung. Wo denn? Unglaublich, dass du mich echt geglaubt hast. Ja, ich glaub's dir immer noch. Such alles ab, also ich hab zumindest nichts mitbekommen, dass einer explodiert ist.